So Leute, ein Quiz für euch. Was macht Genshin Impact aus? Macht euch mal Gedanken. Macht euch mal Gedanken, was ist ein Genshin Impact so besonders? Wir sind auf jeden Fall hier. Macht euch mal 10 Sekunden Gedanken. Ich werde euch jetzt erzählen, worauf ich hinaus möchte. Wir werden auf jeden Fall jetzt eine Quest starten. Und ich werde euch erklären, was ihr zu tun habt. Aber ich werde jetzt nicht die Quest komplett abschießen, weil die Lösung des Quizzes ist Genshin Impact. Hat immer noch diese verdammten Aufträge, die an einem Tag nicht komplett abschießbar sind. Wir brauchen für diese Quest jetzt insgesamt 4 Tage in Echtzeit. Also, heute beginnt hier, ihr wartet auf den morgigen Tag. Morgen macht er weiter, dann wartet ihr nochmal einen Tag, dann macht er wieder weiter und dann wartet ihr noch einen Tag. Und dann könnt ihr diese Quest abschießen. Ich erkläre euch, was ihr hier machen müsst. Ihr werdet einmal mit Chispy sprechen. Und wenn ihr mit Kiski oder Chispy, je nachdem wie ihr es aussprechen möchtet, wenn ihr mit ihm gesprochen habt, dann werdet ihr ihm Erze übergeben und dann habt ihr eigentlich die heutige Mission abgeschlossen. Ich werde euch dann erklären, was ihr dann die nächsten Tage machen müsst, um am Ende dieser Reihe eine luxuriöse Truhe zu erhalten. Deswegen machen wir das auch. Empfehlen würde ich euch auch, dass ihr eine Markierung hier auf dieser Stelle in eure Map setzt, damit ihr diese Quest nicht vergesst, weil das passiert mir sehr oft. Deswegen mache ich eigentlich auch fast nie Videos zu diesen Missionen, die über mehrere Tage gehen, weil ich es einfach selbst vergesse. Leute, ganz ehrlich, ich denke doch nicht dran. Ich habe aber trotzdem die Lösung für euch erarbeitet und werde euch alles erklären. Es ist egal, welche Erze ihr ihm übergibt. Einfach das, was ihr nicht benötigt. Zack. Das ist Tag 1. Tag 2 werdet ihr wieder hier kommen und werdet ihm Erze aus Sumero übergeben müssen. Ich schau mal, ob ich welche davon habe. Eine Sekunde. Ich weiß gar nicht, wo die Erze sind. Ah, hier. Genau, ihr müsst folgende Erze. Ich habe die gar nicht. Das sind rote Erze aus Sumero. Mal ganz kurz. Ah, doch hier. Trishirat heißen die, in der Wüste Sumeros zu finden. Davon benötigt ihr welche. Und das ist der zweite Tag. Am dritten Tag werdet ihr reden. Und am vierten Tag, Leute, wird er nicht da sein. Das Ding wird offen sein. Hier wird ein Monster sein. Ihr müsst ein Monster besiegen. Und dann könnt ihr die luxuriöse Truhe looten. Und ja, dann war's es. Dann bekommt ihr eine Errungenschaft. Ihr bekommt eine luxuriöse Truhe. Dann habt ihr diese Hidden Quest abgeschlossen somit. Mehr gibt es nicht. Das war's. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht jeden Tag ein Video dazu machen. Ich hoffe, die Erklärung ist ausreichend. Denkt daran, hier an dieser Stelle eine Markierung zu setzen, damit ihr auch dran denkt. Ich mache hier mal so einen leckeren Schinken hin. Damit ich denke, hier gibt es was zu essen. Und dann komme ich her und sehe Chispy und weiß sofort Bescheid. Genau. Leute. Wir sind durch. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.